bin gespannt, wo dieser Pfad uns hinführt. Einfach nur in irgendeine Lichtung, wo noch mehr Wölfe sind. Die uns jetzt auf einmal nicht angreifen. Und wir kommen in ein anderes Lager. Da vorne war das eine und da konnten wir, glaube ich, nicht lang. Schauen wir mal, was da ist. Bandit Ronquer. Oh, Hallöchen. Ronquer. Na? Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ist aber ein tolles Lager. Ein Zelt. Was nicht mal wirklich ein Zelt ist, sondern einfach nur ein Tuch um einen Baum. Was haben wir denn da, Schickes? Siehst weder aus wie einer von Humberts Versagern, noch bist du einer der Schwächlinge vom Gutshof. Bist auch kein Sonnenanbeter. Vielleicht bist du ja für etwas zu gebrauchen. Kommst du aus Himmelsrand oder warum hast du so einen coolen Helm auf? Wofür willst du mich denn gebrauchen, Hörnerschädel? Wer bist du? Prinz Strohkopf? Humbert? Wer ist denn Humbert? Ahne mal, vielleicht leb wohl. Hohoho, hast wohl noch nicht von den Räuberhauptmann Ronquer gehört, was? Mit rollendem R vorne wie hinten. Ronquer. Meine Männer und ich sind die neue Macht im Dunkelwald. Humberts Zeit ist abgelaufen. Jetzt treiben wir hier die Zölle ein. Willst du vielleicht bei mir mitmachen, Bursche? Ronquer? Ronquer? Wüsste nicht, wie ich dir helfen soll, Rübenkopf. Humbert, wer ist denn Humbert? Ein alter, fauler Sack von einem Räuber. Sitzt schon viel zu lange rum und hält fähige Kerle wie mich, Räuberhauptmann Ronquer, von der Arbeit ab. Willst du vielleicht bei mir mitmachen, Bursche? Ronquer? Na, wir können uns zusammen den ganzen Wald hier unter den Nagel reißen, Schätzchen. Deine Hände und mein Kopf, wie sieht's aus? Interessiert? Ja, Hauptsache du machst nicht die Drecksarbeit, oder wie? Und hast die fette Rüstung an. Ich will die Rüstung haben. Und den Helm. Und die Handschuhe vielleicht auch. Und die Waffe ist bestimmt auch geil. Wie stellst du dir das vor? Los, ohne Umschweife. Erzähl mir erstmal ausführlich, wie du dir das vorstellst. Humbert und seine Verlierer lungerten hier seit langem in der Burgruine, um Reisenden und Händlern etwas Wegzoll abzuknöpfen. Dabei trauen sie sich kaum mal zur Abschreckung, ein Fingerchen abzuschneiden oder den Kopf aufzuspießen, wenn einer nicht spuren will. Wie ärmlich. In all den Jahren sind sie fett und faul geworden und haben sogar Abmachungen mit dem Vogt getroffen. Wahre Misträuber sind das. Aber jetzt hat jemand Humbert aus der Ruine gejagt und er kann sich nicht mehr verstecken. Tja, die Zeit ist reif, dass jemand Neues hier sagen hat. Jemand, der noch weiß, was ein richtiger Räuber ausmacht. Jemand, der nicht gemeinsame Sache mit Adligen und Butteln macht. Die Zeit ist reif für mich, Räuberhauptmann Ronquer. Und jetzt kommst du ins Spiel. Humbert hat sein Lager nordöstlich von hier, aber da ist leider niemand. Töte ihn und seinen Spießgesellen. Ich bezahle dich und den klingenden Dukaten oder gebe dir was an unserer Beute ab. Also bist du stark genug, um bei Ronquer mitzumachen? Ronquer? Na, wie sieht's aus? Bist du Drache oder Maus? Für Gold tue ich was alles. Also gut, ich werde Humbert für dich erledigen. Ich glaube, ich töte einfach dich und hole mir bei Humbert meine Belohnung ab. Danke, kein Interesse. Ich habe Wichtigeres zu tun, als ihr Räuberfangen zu spielen. Leb wohl. Puh. Ist natürlich eine schwierige Sache. Ich hätte gerne ein bisschen Bedenkzeit und würde erstmal zu Humbert gehen und dem mal fragen, was los ist. Und dann für den, der besser zahlt vielleicht, aber ich tendiere doch eher dazu, Ronquer umzuhauen. Um mir seine Rüstung zu schnappen, wenn es dann geht. Was bestimmt nicht der Fall sein wird. Vielleicht der Schädel. Der Helm. Aber ich meine, die terrorisieren ja quasi das Land und die guten Bauern, die haben ja mit Humbert eine Abmachung getroffen und so. Da scheint der schon etwas netter zu sein. Ja, was soll's. Du bist ja frech. Los, Jungs, lass uns diesem Grünspann eine Lektion erteilen. Wie sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45? Alter, das Bild. 120? Meine Rache.
30, 46, 45, 30. Schritt für Schritt. Dann geht man bitte alle erstmal auf den hier. Aufgepasst! Bei meiner Hand! Die Sache in die Hand. Na? Für die Königin! Für Rondra! Und bitte. Ach nö, Ronk greift gleich unser Magier an. Ja, super. Ja. Klar, das hilft immer, bitte. Ich mach das schon. Dann hier den Rundumschlag. Befreiungsschlag. Ja, die werden das schon ein bisschen überleben. Hoffe ich doch. Ich speichere mal lieber kurz. Ist ja noch ganz am Anfang vom Kampf. Jetzt geht er auf Gladys, gut. Dann kannst du den mal frosten. Ich versuche mein Bestes. Bei Angrostbart. Du haust nochmal drauf. Oh, 12 Schaden. Und das Skelett schlägt sich da drüben auch ganz gut eigentlich. Hält uns den Typen vom Hals. Ach, rein sogar umgehauen gerade. Die ist jetzt gefrostet, dann kannst du weiter Angriffszauber machen. Ich nehme die Sache in die Hand. Na klar. Ah, der macht auch einen Befreiungsschlag. Und da ist der Typ weg. Und wo ist unser Skelett? Ach, da hinten. Hat der etwa Fernkampfangriffe gemacht oder was? Na egal, dann kümmern wir uns mal geschwind um den Ronkwehr. Ja, lass das Mana mal lieber noch dabei. Vielleicht brauchen wir es für irgendeine Heilung oder so. Au. Ah, es kann noch schlecht ausgehen, was er da macht. Kulana hat Level 8 erreicht. Und den er gerade das Skelett erledigt. Sehr gut. Dann nehmen wir hier mal sein Lager auseinander und suchen den Humbert. Da ist auch noch eine Kiste, die verschlossen ist. Looten wir erstmal die, bevor die irgendwie noch verschwinden. Dann zeig mal, was du dabei hast, Ronkwe. Steckbrief, Brabak-Bengel, 6 Dukaten, 6 Silbertaler und 6 Heller. Schön. 666. Ich will aber seine Rüstung und seine Helm und alles. Da könnte man so reich werden, eigentlich. So, wir machen so. Kommst. Nee, du kommst ja nicht dran. So, und Gladys. Die darf sich mal um diese Truhe da kümmern. Misslungen, war ja klar. Falle entdeckt, aha. Ja, komm. Ach nö, du sollst die Falle auslösen. Na egal. Kann man bestimmt irgendwie kombinieren, oder? Jetzt. Breitschwert, Streitkolben und schwerer Dolch. Schwere Armbrust. Aha, was ist schwere Dolch? 1W plus 2. Schwere Armbrust. 2W plus 6. Oha.
4 Kampfrunden Nachladezeit. Wer hatte denn diese leichte Armbrust dabei? Oder wem haben wir die geklaut? Wer hat sie im Beutel? Das ist die Frage eigentlich. Du hast sogar 2. 1 W plus 6. Nachladezeit 4 Kampfrunden. Aha, also ist die Schwere auf jeden Fall besser. Das ist zwar um einiges. Was sagt denn hier diese Brabakugel? 1 W plus 5. Aha. Hiebwaffen. Allerdings minus 1 auf Parade. Wird sich ein gewisser Zwerg sicher freuen. Haben wir jetzt hier einen Rabenschnabel bekommen, dann kriegen wir gleich eine neue Hiebwaffe. Ja, doch, so ist besser. Dann habe ich hier doch noch 2 Fässer gesehen. Die wir auseinandernehmen werden. Gut. Hier ist auch noch was. Gut, der macht die Kiste einfach mal mit dem One-Hit kaputt. Und ich glaube, das war's jetzt, oder? Wie sieht's denn hier eigentlich mittlerweile aus? Die Hexenbäume. Ja. Froschjunker. Die müssen wir dann auch bringen. Brotzeit. Müssen wir noch bringen. Hexen des Dunkelwaldes, ja. Ja. Amazone voraus. Genau, Amazone voraus. Ah, guck mal, hier sind noch Einbären. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Sind ja schließlich Einbären. Und die kann man immer gut gebrauchen, um Einbärensaft rauszupressen. Und den will ich mir nicht entgehen lassen. Schlag, also wirklich. Sollte sich was schämen, Rulana. Der Typ hat gesagt nordöstlich, gell? Im Moor war wenigstens noch irgendwie hier so ein Rad angezeigt. Keine Ahnung, wie das heißt. Na, wenn hier Norden ist, was wahrscheinlich so ist, Osten, dann da irgendwo. Wasserfall. Ja, geben einfach mal den Weg zurück und werden dann irgendwann auf sein Lager treffen, wahrscheinlich. Früher oder später. Aber komisch, dass vorhin die ganzen Wölfe angegriffen haben und jetzt sind sie ganz lieb auf einmal. Wir haben ja nichts geändert. Vielleicht haben sie ja eingesehen, dass sie sich nicht mit uns anlegen sollten, aber irgendwie bezweifle ich das. Ich meine, es sind Wölfe. Und keine Hunde oder so. Na gut. Wo kommen die Wildschweine auf einmal her? Zum Angriff. Für die Königin. Für Ronda. Wir haben da vorhin ganz viele Viecher umgehauen. Auch zum hier. Angriff. Sind wir lang gegangen. Warum haben wir die da nicht bemerkt? Alle mal hergehört. Naja, egal. Ich beschwere mich ja nicht. Kostenlose Erfahrung. Und Zutaten für irgendwelche Sachen und so. Sachen, die man verkaufen kann, zum Beispiel. Das hat's jetzt aber irgendwie nicht gemerkt hier, der Befehl. Mensch, Rulana, was kannst du eigentlich, Mädel? Jetzt sagen wir, gehen einfach mal ganz in den Norden, oder? Ja, und dann Richtung Osten. Da werden wir schon irgendwann auf das Lager von Humbert treffen.
Humberts Räuberlager, da steht's ja schon. Da oben auf dem Fels wahrscheinlich. Nee, da vorne steht er irgendwo. Speichern wir mal lieber. Aber die sollten uns eigentlich freundlich gesonnen sein, sonst wären es auch rote Punkte. Hey, was willst du hier? Ich will deinen Anführer sprechen, Meister. Es geht um ein Geschäft. Was seid ihr überhaupt für ein verlotterter Haufen? Geschäfte? Die machen wir doch immer gern. Komm mal ins Lager, aber benimm dich, sonst mache ich dir Ärger. Ja, Freundchen. Kannst ja mal versuchen, mit mir Ärger zu haben. Du schon wieder? Was willst du denn diesmal? Wird jetzt Abend oder was? Kein Ärger, aber mit Fässern geht's, oder? Fässer darf ich kaputt hauen. Folgt mir. Und wer von euch Freundchen ist Humbert? Und warum fragt euch nicht, warum ich hier herumspaziere? Fragt euch überhaupt irgendwas oder seid ihr stumm? Naja, egal. Die haben auf jeden Fall ein schöneres Lager als die anderen Räuber da. Der Ronkweier. Humberts Räuber. Ach, da vorne. Räuberhauptmann Humbert, guten Tag. Nö, nicht noch so. Räuberhotzenplotz. Erst diese Gestalten, die uns aus der Ruine vertreiben. Dann tauchen fast gleichzeitig dieser Totschläger Ronkwa und die herumschnüffelnden Sonnenanbeter auf. Glauben denn alle, sie können einfach mal eben in mein Revier hereinspazieren und machen, was sie wollen? Und jetzt auch noch du? Was willst du denn vom alten Humbert? Ich habe ein Geschäft vorzuschlagen, Räuberhotzenplotz. Von wem redest du denn alles? Der ganze Wald ist in letzter Zeit voll mit Wahnsinnigen und Mördern. Zuerst diese Kultisten, die uns aus der Ruine verjagt haben, dann das Praiotengesindel und zu guter Letzt ist auch noch dieser Mörder Ronkwe mit seinen Halsabschneidern hier aufgetaucht. Wie soll ein ehrlicher Räuber wie ich da noch seinem Tagewerk nachgehen, frage ich dich. Aber wenn ich mich hier so ansehe, kommt mir doch gleich eine Idee. Willst du nicht ein paar Dukaten verdienen? Hoho. Vielleicht, erzähl das mal, aber mach schnell. Moment, erklär mir das genau und lass nichts aus. Wahrscheinlich den Ronkwe umhauen. Dass ich ein Räuber bin, wird dir wahrscheinlich nicht entgangen sein, wie ich ja schon erwähnt habe. Aber meine Leute und ich, wir machen gar nicht so richtig in Überfällen und so. Sondern haben uns auf Wegezoll von Reisenden spezialisiert. Gibt ja schließlich ganz andere Gefahren hier, von denen man beschützt werden muss. War ganz einträglich und der Baron brauchte auch keine Landsknechte, um seine Baronie zu schützen. Da hat er mehr Geld, um es in Ferdag zu versaufen. Aber jetzt, wo uns diese Kultisten aus der Ruine vertrieben haben, kommt plötzlich auch noch dieser Mordsbube Ronkwehr. Der ist ein ganz anderes Kaliber, der will nicht nur so ein bisschen Wegzoll. Ist gewalttätig, schlägt gern Leute tot, ist also schlecht fürs Geschäft. Deshalb will ich, dass du zu seinem Lager gehst, das ist weiter westlich von hier an der Furt über den Fluss und ihn in die Niederhöhlen schickst, aus denen er gekrochen ist. Das ist übrigens schon erledigt. Na, wie's aus? Held oder Häschen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich habe Ronkwehr nämlich schon erledigt. Gut, die werden kein für dich erledigen, sowas. Nö. Du hast ihn abgemurkst? Wunderbar. Hier, nimm deine Belohnung. Der alte Humbert hält sein Wort. Ist nicht so viel, aber ich leg dir noch was drauf. Der Schlüssel zu unserem Lagerraum in der Ruine. Oh, den gibst du mir einfach so. Stimmt, den habe ich mir auch verdient. Ja, das meiste hatten wir dann doch noch irgendwie rausschaffen können in all dem Chaos und Geschrei. Sind zwar noch einige wertvolle Sachen dort, aber die sind es nicht wert, mir von diesen Kapuzenirren Herz und Gedärm rausreißen zu lassen. Aha. Außerdem, wenn du den Schlüssel verwenden kannst, bedeutet das ja, dass du es reingeschafft hast. Und dann können wir ja auch wieder zurückkehren. Oh. Ja, Freundchen, jetzt erzählst du dir erstmal, was in der Ruine passiert ist. Was gibt's? Ich habe noch ein paar Fragen. Du kennst die Burg sicher in- und auswendig. Erzähl mir ein paar Sachen über die Ruine. Naja, so viel gibt es da gar nicht. Stand viel zu lange leer herum. Oberirdisch ist das Ding nur noch eine Sammlung von einsamen Steinen. Ein hohler Zahn, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Ruine.
Aber unterirdisch steigt jetzt mehrere Ebenen runter. Wir haben aber nur auf den beiden obersten gewohnt. Was waren das für Gestalten, die dich und deine Bande da vertrieben haben? Habt ihr euch denn gar nicht gewehrt? Oh Gott, ist es viel. Wenn du wüsstest, ein Haufen Irre in dunklen Kapuzen kam nachts ohne Vorwarnung. Die Julina, die war wohl nicht total besoffen und hat gerade noch Alarm gegeben, bevor sie abgemurkst haben. Dachten erst, das wären andere Räuber oder Landsknechte vom Baron. Aber das waren Dämonenknechte, die uns abschlachten wollten. Dem Walpo haben sie gar den Kopf vom Kopf. Da haben wir Nächtlings Fersengeld gegeben. Konnten kaum was mitnehmen. Und kaum waren wir im Wald und schworen Rache, da leuchtete dieses magische Primborium um die Ruine. Und wir mussten sehen, wo wir bleiben. Aha, Zauberer also. Hast du eine Ahnung, wie man noch in die Burg kommen kann? Nee, da haben wir auch alles versucht. Egal welcher Weg, alle enden in dieser Leuchtglocke um die Ruine herum. Und unter uns, was sie mit Walpo und Julina gemacht haben, das will ich meinen Leuten und mir eigentlich gar nicht antun. Das sind Wahnsinnige, Verrückte da drin. Na dann leb wohl.